She has the body of an innocent child, yet the wits and cunning of a seasoned predator. She will kill Gabriel in a heartbeat if she could. Beautiful Laura, who was turned many centuries ago, has lived a lonely, cruel existence ever since. Gabriel will have to be very careful from now on, as he can be sure that her mother, the one who commands here, is now fully aware of his presence, and that Laura herself still has some part to play in our tale. Okay. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das sieht doch irgendwie ziemlich stark nach Bossfight aus hier, oder? Wenn wir nochmal alles aufladen dürfen. Kann aber auch bloß Zufall sein. In jedem Fall nehmen wir das Angebot sehr gern an und schauen uns mal ein bisschen um hier. Okay, nee, das ist doch relativ verzweigt, dann bezweifle ich doch eher, dass das ein Bossfight wird. Du hast nicht den nötigen Schlüssel für diesen Mechanismus. Warum muss ich immer nach Schlüssel suchen? Na gut. Oh, wie schön. Oh. Vielleicht ist es ja doch ein Bossfight. Das Buffet ist eröffnet. Los geht's. Komme ich hier rüber? Nein. Schade eigentlich. Ach, ich muss die Treppe nehmen. Das ist der Plan dabei. Na gut, dann auf geht's. Komm, ich hau erstmal, bevor ich mich wieder heile. So, auf geht's ins Getümmel. Oh, das ist sehr schlecht. Ich habe nämlich nichts mehr in meinem Lichtmedaillon. Das ist sehr, sehr schlecht gerade. Okay, zum Glück hört es aber auch irgendwann wieder auf. Die Vergiftung. Gut, Weihwasser brauche ich nun wirklich nicht. Oh, hallo. Hast du was für mich? Eine weitere Rolle. Der Koch der Burg hat einen Schlüssel, den ich unbedingt brauche. Verdammt, er sieht einfach widerwärtig aus. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, womit er diese Ghule füttert. Ich kann es dir sagen, falls du es wissen willst. Ich muss diesen Schlüssel haben. Aber wie stelle ich es an? Ich muss ihn herauslocken oder einen Weg in die Küche finden, wo er seine grauenhaften Speisen zubereitet. Keine leichte Aufgabe, denn er sieht aus wie ein würdiger Gegner. Und ich bin mir nicht sicher, dass ich über die nötige Stärke verfüge. Okay. Wie wär's denn damit? Wir klingeln zur Essenszeit. Okay. Das sah spannend aus. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwie zugreifen oder irgendwie handeln? Also ich stand zumindest nicht mehr an der Glocke gerade, ne? Hm, nee, scheint nicht zu funktionieren. Keine Ahnung. Vielleicht durchschaue ich es einfach auch noch nicht. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Sind das die, die dir direkt hier sind? Das hier drüben ist das mit dem Blutgesabber dran, ne? Was sich dann so... Ja. Aber nee, ich kann ja auch nicht agieren irgendwie. Auch wenn ich dann vielleicht daneben stehe, aber ich kann da nicht agieren. Okay. Was ist das denn hier drüben? Das sieht so aus, als ob man hier eine Rampe gebaut hätte, aber scheint nichts zu bedeuten. Na gut, lass erst mal kurz da drüben vorbeischauen. Oh, hallo. Nein. Ist ja nicht dein Ernst. Ich spiele jetzt hier Aushilfskoch, wirklich?
Wie lecker. Na gut. Alles klar. Jetzt scheint das unser Moment zu sein. Okay, wo auch immer ich hier gerade bin. Es scheint mir ziemlich widerlich zu sein. Und ich will gar nicht wissen, wie der Kollege hier reingekommen ist. Ganz ehrlich, was macht er hier? Die Titten! Habt ihr die Titten gesehen? Das ist ja eklig! Okay, lass mal kurz schauen. Böser Metzger! Größe groß, Schwierigkeitsgrad hoch. Dieses Monster unbekannter Herkunft hat es irgendwie geschafft, zum offiziellen Koch der Vampire zu werden. Der dunkle Fürst lässt den bösen Metzger die Ghule, Waage und anderen Kreaturen füttern, die auf dem Burggelände leben. Seine Hauptwaffe ist ein gewaltiges eisernes Hackebeil. Zwar ist er kein richtiger Kämpfer, aber er ist dennoch gefährlich und sehr geschickt im Umgang mit den Werkzeugen in seiner Küche. Aufgrund seiner Größe muss er aber ständig aufgetankt werden, um seine Ausdauer aufrechtzuerhalten. Gut zu wissen! Okay. Ja, warum nicht? Das ist eine spannende Technik auf jeden Fall. Dieser Kampf könnte bizarr werden. Nimmt er sich jetzt was Neues? Achso. Er sucht sich einfach Hackebeile aus der Umgebung. Ja, dieser Kampf ist etwas speziell. Aber bislang kommt er mir noch nicht so schwer vor. Ah, schlecht. Wo ist eigentlich meine ganze Lichtmagie hin? Oh, schnell weg. So weit, so gut. Ja, jetzt geht wieder die Feuernummer los. Mit der kann ich leben. Sagen wir es mal so. Man sieht ja doch, wann er damit anfängt. Und kann sich noch recht schnell in Sicherheit bringen. Ja, ich gehe schon. Man sollte es natürlich auch nicht verpeilen. Oh. Vom Krug erschlagen. Au, was war das denn? Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das gebe ich zu. Oh, mein Leben. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Oh Gott. Na gut. Das könnte etwas eng werden mit dem Leben. Schauen wir doch mal. So, schlag noch ein bisschen. Ja, ist okay. Ups. Sehr knapp. So, jetzt müssen wir doch so langsam mal irgendwelche Magiedingsen aus ihm rauskriegen, oder? Huch, knapp. Hoi. Hoi. Der war neu, der Move, oder? Ja, danke. Gib mir mal ein bisschen hier. Es kommt mir etwas knapp vor, was ich hier durchziehe gerade. Aber, naja. So, zumindest ein bisschen Lebensenergie kann ich mir jetzt wieder erarbeiten. Okay, sieht nach einem Checkpoint aus. Was?
Was? Was geht denn jetzt ab? Okay, ja, das ist interessant. Was? Wollt ihr mir irgendwas Bestimmtes damit sagen? Ein Kampf, wie man ihn, glaube ich, nicht so oft führt. Was deutet er denn an damit? Das habe ich noch nicht so ganz raus. Ich glaube, ich muss erst mal sterben dazu, um rauszufinden, was er mir damit sagen will. Oh, shit. Okay. Das lief nicht so gut. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was sie mir mit dem Geklopfer auf den Helm, will ich es nicht nennen, auf den Kessel da sagen wollen. Es ist auf jeden Fall speziell, was er für eine Rüstung sich anlegt. Gut, schauen wir es uns nochmal an. Zum Glück haben wir es ja irgendwie geschafft, den Zwischenspeicherpunkt zu erreichen. Oh, ich kann ihm Schaden zufügen? Gut, ich bin dabei. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ist in Ordnung. Kann ich ihn irgendwie greifen? Nee. Sein Leben ist sehr weit unten, stelle ich gerade fest. So, mein Freund, was soll ich dir denn Gutes tun hier? Ja, Klong Klong, ich weiß, aber was willst du mir damit sagen? Ist die Frage. Was willst du denn von mir? Ich kann ihm auch nichts mehr tun eigentlich. Ich brauche ihn eigentlich nicht mehr weiter zu schlagen. Schwierig. Gibt es hier irgendwelche Gegenstände, die ich benutzen kann? Nicht so wirklich, ne? Nicht so, okay. Es kann eigentlich nichts mit Licht- und Schattenmagie sein. Es muss eigentlich irgendwas sein, was ich so... Ah, shit, bei mir hab. Greifen kann ich ihn da auch nicht, oder? Shit, ich weiß nicht, was ich tun soll, ganz ehrlich. Ich habe gerade überhaupt keine Idee, in welche Richtung das gehen könnte mit dem Klopfen hier. Ah, Mist. Was soll ich denn tun? Sagt's mir! Gib mir irgendwas. Gib mir ein Zeichen. Was soll ich tun? Ah, das ist dein Zeichen? Ich weiß ja nicht. Ja, dein Helm. Dein Helm geht mir auf den Piss, Alter. Was? Was? Was ist passiert? Okay, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin dabei. Hallo? Gut. Das war spannend. Der böse Metzger hat einen Schlüssel fallen lassen. Du brauchst ihn, um die Küche zu verlassen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fragt mich nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir haben den Schlüssel. Das ist doch alles, was wir wollten. Wir haben den Schlüssel und ich glaube, es wird Zeit, diesen unschönen Raum zu verlassen. Lass uns dann doch mal woanders hingehen. Wie wär's damit? Oh, hi. Die Ghule sind noch da. Stimmt, die hatte ich ja vorhin gerufen. Da war was. So, gehen wir mal ein bisschen in Deckung. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Da ist es vielleicht nicht schlecht, mal ein bisschen mit Ausweichen zu arbeiten. So. Oh, ich zertrümmer schon wieder die Einrichtung, so wie ich das gerade merke. Es ist doch immer das Gleiche mit mir, oder? So. Es ist eklig, von deinen Freunden zu fressen. Lass das mal. Gut, lass mal die ganze Tafel zerstören. Wir können es doch. Gut, ich gehe mal ganz kurz meine Magie aufladen. Ich glaube, das ist nicht so die übelste Idee. Auch Leben wäre schön. Aber ich glaube, das Vergnügen wird uns wohl nicht so schnell ereilen. Das werden wir wahrscheinlich selbst uns erarbeiten müssen, nehme ich mal so an. Okay. Dann, achso, halt, wir müssen ja hier drüben lang, ne? Oder gab es unten auch einen Weg? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Diese Tür soll es sein. Wir gehen nun hinein. Ein weiteres Schalterrätsel, wie mir scheint, ha? Gut. Warum nicht? Wenn ihr mir die Regeln verratet, bin ich dabei. Oh, ich könnte so gut einen Gegner vertragen, den ich jetzt einfach mal mit Lichtmagie verprügel, damit dieses Pulsgewummer einfach mal aufhört. Na gut, schauen wir mal. Oh, so viel zum Thema Gegner. Oh, unschön. So. Ah, komm schon, das mit dem Ausweichen muss doch klappen. Oh, so viele Skelette, warum? Oh, na gut, was soll's. Erstmal wollen wir unserem Freund hier den Schild nehmen. Ich glaube, wir konzentrieren uns erstmal am besten auf diesen Ritter. Okay. Heieieiei. Ich glaube, er ist nicht so sonderlich gut auf uns zu sprechen gerade. Okay. So weit, so gut. Na, das lief doch eigentlich bislang ganz knorke. Leben voll, Magie ist auch fast voll. Und wir haben schon mal unseren Ritterfreund hier beseitigt. Jetzt müssen wir bloß noch uns um diese Unmengen an Skeletten kümmern. Oh shit. Das könnte natürlich etwas ungemütlicher werden, so wie ich feststelle. So. Okay, lass uns erstmal hier... Ich sehe gerade, da drüben leuchtet einer, aber lass uns erstmal kurz auf die Feinde konzentrieren. Ah, unschön. Schnell zur Seite. Ich bleib mal bei einfachen Angriffen. Ja, damit eben genau sowas nicht passiert. Gut. Das hast du ihn. Sehr schön. Ah, Mist. Gut, ich glaube, ich kann mal ein bisschen mit Lichtmagie draufgehen. Oh nein, der Wirbelwind ist wieder da. Aber gut, in der Halle hier ist das nicht so das Riesenproblem, wenn er den Wirbelwind anwirft. Insofern er dann auch irgendwann den Staubsauger wieder ausstellt. Aber hier kann man auch gut ausweichen, das ist das Schöne. Da ist das nicht so das Riesenhindernis, sage ich mal. Ah. Ah, komm schon, das mit dem Ausweichen muss doch mal funktionieren. Das war nichts. Du willst mir hier blöd von der Seite kommen? Ich glaube nicht. Oh, ernsthaft? Nein, der kommt wieder, verdammt, das gibt's doch nicht. Ich hab's nicht hingekriegt. So, zumindest den nehmen wir mal aus dem Verkehr. Wenn sein Kumpel schon wieder auftaucht, dann wollen wir doch wenigstens den einen beseitigen hier dabei. Halt die Pappern! Ich hasse diese Skelette! Ich weiß nicht, wo er liegt, aber lass einfach mal blind in die Gegend hauen. Ach, der hier vorne, oder? Ist das der hier? Ach, keine Ahnung. Nee, das scheint einfach nur Deko zu sein. Es ist nicht einfach, die Deko-Skelette und die Kampfskelette auseinanderzuhalten. Ja, wirft den Staubsauger an. Ich zerfick ein bisschen eure Einrichtung dabei.
Tralala. So, können wir jetzt endlich weitermachen. Sehr schön. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben es überstanden. Wunderbar, ich würde sagen, dann schauen wir uns erstmal kurz den Freund da drüben an. Der wird uns bestimmt die Regeln dieses kleinen Rätsels erklären. Nein. Es scheint eine Etage über dieser hier zu geben, obwohl ich nicht weiß, wie man dorthin gelangen kann. Es muss an diesem gottverlassenen Ort ein Geheimnis zu finden geben, das mir weiterhelfen würde. Meine Feen sind so gut wie aufgebraucht und mein dunkler Kristall ist unvollständig. Gottma hat mich hier im Stich gelassen. Sie kommen. Ich kann sie hören. Vergib mir, Iris. Denn es scheint, dass ich dein wunderschönes Antlitz nie mehr erblicken werde. Sorry. Sorry for that. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich auf gut Glück irgendwie arbeiten. Die Figuren sehen alle gleich aus, ne? Soweit ich das sehe, auf den ersten Blick. Zumindest kann ich jetzt auf die Schnelle keine Unterschiede entdecken. Nee, nicht, dass ich wüsste. Gibt's hier noch irgendjemanden mit einer Schriftrolle? Oder muss ich jetzt hier wirklich auf gut Glück ran? Ich meine, das wäre wahrscheinlich zu verkraften, aber es wäre schon cooler, wenn man die Regeln kennen würde, bevor man sich in ein Spiel stürzt. Nö, hier liegt nirgendwo jemand. Na gut, dann lass mal einfach anfangen. Funktioniert schon mal. Das ist schon mal schön. Okay. Na gut, okay. Da ist also Schattenmagie angesagt. Wie sieht's denn hier drüben aus? Schatten. Licht. Lass mich raten, der Vollständigkeit halber hier drüben Schatten. Ich probier's einfach mal gleich. Ja. Ha. Gut, dann also Licht, Licht, Schatten, Schatten, Licht, Schatten, ne? Scheint auf jeden Fall... Ach ne, wir müssen erstmal so rum. Scheint auf jeden Fall hinzuhauen. So. Ah, shit. Das kostet jedes Mal Energie. Ich habe das noch nie festgestellt, ob es denn Energie kostet. Aber ja, das tut es. Dann müssen wir wahrscheinlicherweise jetzt nochmal nach... ganz drüben zurück zum Anfang. Ach ne, es ist ja gar nicht so weit, sehe ich gerade. Denn hier haben wir ja einen kleinen Spender. So, flupp. Haben wir den ganzen Spaß aufgeladen. So. Okay, wie war es jetzt? Licht, Licht, Schatten, Schatten, Licht, Schatten, glaube ich, ne? Ich nehme mal an, dass jetzt alles wieder aus sein wird. Ne, die leuchten noch. Sehr gut. Okay, dann müssen wir ja bloß noch Licht machen. Wunderbar, das gefällt mir. Geh mal weg hier. Ja, war am Ende ziemlich einfach das Rätsel. Auch wenn mir niemand gesagt hat, dass es ein Rätsel ist. Aber ich meine, war ja anzunehmen. Trotzdem wäre eigentlich eine Schriftrolle noch ganz cool gewesen. Die liegt doch bestimmt hier noch irgendwo rum. Ich meine... es gibt bei jedem Rätsel immer eine Schriftrolle, die einem dann auch die Möglichkeit bietet, abzubrechen oder es zu überspringen, ne? Muss doch irgendwo was sein. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Na gut, also weiß nicht, ob es hier irgendwo noch was gibt, aber lass einfach mal stecken. Wir ziehen von dann und das war's auch, glaube ich, für Kapitel 6, nicht wahr? Das Refektorium ist abgeschlossen. Und das war Kapitel 6. In der Tat, wir haben es geschafft. Weiter geht's mit Kapitel 7. Das aus wahnsinnigen 3 Levels besteht. Gut, schauen wir sie uns an. Auf zum Balkon, ich bin gespannt.